Hallo und herzlich willkommen. Gräser sind das Grauen jedes Ökologen, jedes Landwirtes und sonstiger Fach- und Privatleute. Auch ich muss mich jährlich neu einarbeiten, aber es bleibt stetig mehr hängen. Die Infos sind in mehr oder weniger guten Bestimmungsschlüsseln enthalten oder in Büchern mit Zeichnungen bzw. in farbigen Atlasversionen in einem Bild dargestellt. Kein Wunder, dass die Einarbeitung in die Gräserbestimmung mühsam ist. Auch gute Videos gibt es kaum. Ich möchte das ändern und habe mal versucht, ein verständliches und anschauliches Video zum Thema zu erstellen. Die Grundbegriffe aus Teil 1 setze ich hier voraus. In mehr als 650 Gattungen sind gut 12.000 Grasarten weltweit vertreten. Da scheinen meine 10 Gräser nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber es sind die häufigsten Vertreter im Wirtschaftsgrünland und man muss klein anfangen. Ich habe alle wichtigen Merkmale, sowohl vegetative als auch generative, also mit und ohne Blüte, und Beispiele in anschaulichen und eigenen Bildern dargestellt, die eine Wiedererkennung möglich machen. Der Vollständigkeit halber gibt es eine Mini-Charakterisierung bezüglich Standort, Bedeutung und Futterwert. In der Videobeschreibung verlinke ich euch die jeweiligen Minuten. Also viel Spaß! Und hier sind sie auch schon, die, Überraschung, 11 Kandidaten des heutigen Videos, besser gesagt 10,5, denn die beiden POAs unterscheiden sich nur geringfügig. So, wir haben 56 Folien vor uns, also legen wir mal los. Beginnen wir mit dem wohl bekanntesten Gras, dem Wiesenfuchsschwanz, Allopicurus pratensis. Diese dicht wirkenden Blütenstände finden sich auf vielen Wiesen. Die Pflanze ist dunkelgrün und kahl. Das L ist übrigens das Autorenkürzel von Carl von Linné. Das ist wichtig anzugeben, weil manche Pflanzen den Namen ändern oder in eine andere Gattung gesteckt werden und man, wenn man sich dann darauf bezieht, durch den Autor Bescheid weiß. Im Folgenden lasse ich das Kürzel dann aber weg. Also, ab geht's mit den Merkmalen. Ja, und hier einmal das Blatthäutchen. Nein, Spaß. Also schon, aber hier hat mich ein Käferchen abgelenkt. Hier rechts jetzt aber wirklich das Blatthäutchen im Fokus. Weiter oben am Halm sieht es so aus und ist etwas größer als an den Blättern weiter unten am Halm. Es kann weißlich, bräunlich oder auch mal grünlich sein. Das Blatt ähnelt, finde ich zumindest, dem Glatthafer. Es ist nämlich am Blattgrund bis in die Blattscheide gekielt, hier rechts zu sehen, allerdings kahl und stärker gerieft und hat ein Mittelband, hier links im Bild. Die Blattspreite wird 6 bis 10 mm breit und kann sehr lang werden. Der Blütenstand kann zwischen 3 und 10 cm lang werden. Die Nahaufnahme der Ährchen zeigt die einzelne Granne, hier links. Ich finde, das lässt die Blüte immer etwas struppig aussehen, also wirklich wie einen Fuchsschwanz. Wiesendieschgras, das sei an dieser Stelle vielleicht schon mal gesagt, gibt im Gegensatz dazu ein akkurateres Bild ab und hat zwei Grannen, die eine sogenannte Stiefelknechtform bilden. Hier rechts einmal die Blüte in XXL mit den heraushängenden Staubbeuteln. Also ich finde, das Bild ist schon faszinierend. Für ein Gras. Hier das Ganze noch einmal zusammengefasst, denn von so vielen Wiederholungen kann man nur besser lernen. Der Wiesenfuchsschwanz bildet eine Scheinähre aus. Die Ährchen besitzen nur eine Granne. Die Blattanlage ist gerollt und die Blattspreite gerieft und seitlich etwas rau. Das Blatthäutchen ist meist gerade, abgestützt und nur kurz bzw. weiter oben etwas länger. Die Pflanze besitzt keine Öhrchen. Am Triebgrund sind oft noch rötlich-braune, alte Blattscheidenreste zu finden und die Wuchsform ist horstig. Allopicurus pratensis steht bevorzugt auf frischen bis feuchten Böden, was sich in den Zeigerwerten nach Ellenberg widerspiegelt. Zu diesen habe ich allerdings ein extra Video veröffentlicht. Folglich findet er sich in feuchten Gesellschaften des Arenatherion bis hin zum Kaltion, bzw. sogar im Filipendulion, also den feuchten Hochstaudengesellschaften. Landwirtschaftlich ist er aufgrund der frühen Blütezeit und der Frühschnittverträglichkeit ein hochwertiges Obergras mit einer Futterwertzahl von 7. Beweidung verträgt das hochwüchsige Gras jedoch nicht. Weiter geht es mit einem Gras, das man auch vegetativ, also ohne Blüte, ganz gut erkennt, dem Knaulgras, Dactylus glomerata. Schon der derbe, hellgrüne und später blaugrüne, horstige Habitus lässt sich im Bestand gut erkennen. Nun genauer zu den markanten vegetativen Merkmalen. Dactylus hat recht breite Blätter, sie können bis zu 1,5 cm breit werden und ist am Grund platt. Oftmals reicht hier also ein Griff und man weiß Bescheid. Im oberen Bereich des Stängels wird es zwar runder, aber bleibt zweikantig. Man sieht das gut an dem stark gekielten Blattansatz. Blatt und Blattscheide sind also stark gekielt und zusammengedrückt. Die sehr langen und stark gekielten Blätter werfen dann häufig Querwellen. Es sieht dann also etwas geknittert aus, wie hier links.
Eines der wohl wichtigsten Bestimmungsmerkmale bei Gräsern ist natürlich das Blatthäutchen. Es ist hier sehr lang und spitz zulaufend und franst oft aus. Die Blattmerkmale sind also ziemlich markant, ebenso wie die Blüte. Der Blütenstand ist, wie der Name schon sagt, knaulig. Die Ährchen sind nämlich am Ende der langen Rispenäste knäulig gehäuft. Der unterste Rispenast ist, wie man auf dem rechten Foto sieht, etwas abgesetzt von den oberen. Außerdem ist die Spindel dort häufig wellig, aber nicht immer. Die Ährchen sind 2- bis 5-blütig und der Kiel der oberen Hüll- und Deckspelze ist behaart. Also, das Knaulgras bildet eine Rispe aus, die knäulig gehäuft ist. Die Ährchen weisen ein kurzes Spitzchen auf. Die Blattanlage ist gefaltet und die Blattspreite zwar ungerieft, aber dafür gekielt und oft wellig. Der Triebgrund ist plattgedrückt und oft sind alte braune Blattscheidereste vorhanden. Das Gras wächst in deutlichen und verholzenden Horsten. Dactylus glomerata bevorzugt frische Standorte, kann aber auch auf trockeneren Böden gedeihen. Nährstoffreich müssen sie aber sein. In der Landwirtschaft ist das Gras ein hochwertiges Futtergras und sowohl Weide- als auch schnittverträglich. Natürlich kommt es in den klassischen Verbänden des Wirtschaftsgrünlandes vor, aber auch in Anführungsstrichen, Unkrautgesellschaften, also Artemisiaceae oder Atropetalia-Gesellschaften. Ein sehr bekanntes und eines der hochwüchsigsten Gräser ist der Glatthafer. Schon vom Habitus als horstiges und sehr hochwüchsiges Gras ist er gut zu erkennen. Das Blattohrhütchen wird 1 bis 2 mm lang, ist weiß und leicht gefranst. Oftmals ist der Blattansatz schräg, aber nicht immer. Der Blattkiel setzt sich meist noch bis in die Blattscheide fort, die übrigens kahl ist. Und das bewirkt oft, dass sich die Blattspreite am Blattgrund so leicht wellt. Außerdem ist sie dort eher hell, wie auf dem linken Bild zu erahnen. Wenn man die Spreite über den Finger legt, wie hier in der Mitte, dann sieht man kurze, aber wenige Haare. Das Blatt, hier rechts mal in der Gesamtansicht, wird zwischen 4 und 8 mm breit. Der Blütenstand, links einmal zusammengezogen und rechts einmal ausgebreitet, ist relativ groß, sowie die ganze Pflanze, und schimmert goldig. Die Grannen sind mittellang und meistens haben sie einen Knick. Das nennt sich dann gekniete Granne. Also, der Glatthafer bildet eine einfache bis doppelte Traube aus. Die Ährchen besitzen nur eine, zumeist gekniete Granne. Die Blattanlage ist gerollt und die Blattspreite ist schwach behaart. Außerdem ist die Blattspreite im Übergang zur Blattscheide meist gekielt und dort oft schräg angesetzt. Der Blattgrund ist hell und oft wellig. Die Pflanze hat keine Öhrchen und das Blatthäutchen ist mittellang. Der Standort ist bevorzugt trocken und frisch, aber mäßig nährstoffreich. Für die Landwirtschaft ist Arenatorum elatius zwar ein hochwertiges Futtergras, ist jedoch schnitt- und beweidungsempfindlich und daher meist nur auf Heuwiesen anzutreffen. Diese werden 2 bis 3 Mal jährlich gemäht und zählen zum Arenatherion. Dort ist der Glatthafer die Charakterart schlechthin für die Glatthaferwiesen. Auf Vielschnittwiesen kann er sich nicht halten und aufgrund zunehmender Intensivierung weicht er häufig auf Ersatzstandorte aus, weshalb er auch an trockenen Böschungshängen zu finden ist. Auch Holcus lanatus hat einen hohen Wiedererkennungswert. Es ist nämlich behaart und glänzt daher nicht so stark, sondern ist eher matt. Das Erscheinungsbild ist hell, sieht aber etwas ausgeblichen aus. Das Blatthäutchen wird zwischen 2 und 3 mm lang und ist fein gezähnt. Außerdem ist es außen behaart. Die ganze Pflanze ist, wie der Name schon sagt, wollig bzw. samtig behaart, also auch die Blätter, und zwar allseits, und die Blattscheiden. Das lässt das Gras matt wirken und es fühlt sich sehr weich an. Die Haare sind übrigens nicht so lang wie bei Bromus hordeatius. Die Blattspreite wird 5 bis 8 mm breit. Die ganze Pflanze, also auch Stängel und Knoten, sind behaart. Die Knoten zeigen, hier links erkennbar, einen deutlichen Haarkranz. Es gibt eine weitere Honiggrasart, Holcus mollis, das weiche Honiggras. Da sind nur die Nodien, also nur die Knoten, behaart, beziehungsweise deutlich stärker als der maximal spärlich behaarte Rest der Pflanze. Holcus lanatus hat eine auffällige, rot gefärbte Nervatur am Triebgrund. Manche nennen es deshalb auch Pyjama-Gras, aber ich glaube, das stammt eher aus vergangenen Zeiten. Hier einmal eine Nahaufnahme der Blüte, wo man deutlich die rosa Färbung der Ährchen erkennen kann. Außerdem sind diese leicht gerannenspitzig. Oft sieht man Holcus aber mit geschlossenem Blütenstand, wie hier rechts. Vielleicht kennt jemand das Spiel Hahn oder Henne, wo man mit der Hand den Blütenstand abgerippt hat und entweder etwas Federschwanzartiges erhielt, wie eben bei einem Hahn, oder nicht, wie eben bei einer Henne. In der Mitte dann nochmal ein Bild von dem ausgebreiteten Blütenstand. Also, das wollige Honiggras bildet eine echte Rispe aus, die sich rötlich-violett verfärbt.
Die Blattanlage ist gerollt und die Pflanze, also auch Blattober- und Unterseite, sind weich behaart. Das Blatthäutchen ist mittelgroß und gefranst. Die Pflanze hat keine Öhrchen. Am Triebgrund ist die Nervatur meist rötlich-violett verfärbt. Die Pflanze wächst horstig. Holgus lanatus wächst auf frischen bis feuchten und nährstoffreichen Böden und wird bei Düngung stark gefördert und kann dann dominante Honiggraswiesen bilden. Oft entstehen diese aus ehemaligen Kalthirngesellschaften, aber natürlich kommt die Pflanze auch im gemäßigten Wirtschaftsgrünland vor, gilt dort aber nur als minderwertiges Futtergras, da es ausbreitungsstark ist und vom Vieh meist verschmäht wird. Eine etwas schwierigere Gattung ist die Gattung Festuca. Ein häufiges Wiesengras aus dieser Rubra-Gruppe ist der Rotschwingel. Das Blatthäutchen ist hier sehr kurz und die Pflanze hat zwar keine richtigen Öhrchen, aber das etwas hochgezogene Blatthäutchen bildet dennoch eine Art Öhrchen. Bei den Blättern sind die Stängelblätter von den borsteligen Grundblättern zu unterscheiden. Unten rechts die borstenförmigen, aber auffaltbaren Grundblätter. Auffaltbarkeit ist bei den Festuken, also den Schwingeln, ein wichtiges Merkmal. Bei Festuca ovina zum Beispiel, also dem Schafschwingel, geht das nicht mehr, wenn man versucht, mit dem Fingernagel durchzufahren. Der Blattquerschnitt ist also V-förmig. Die Stängelblätter sind zwar breiter, aber verlaufen meist rinnig, so wie hier oben rechts zu sehen. Sie sind außerdem deutlich gerieft. Beim Blütenstand macht das Gras seinem Namen alle Ehre, denn der wird mit zunehmender Reife rot. Aber Achtung, anfangs ist er noch grün. Wie in Teil 1 der Gräserbestimmung gesagt, sollte man sich nicht immer auf den Artnamen verlassen. Der Rotschwingel hat nur kurze Grannen. Im Vergleich dazu hat zum Beispiel der Wiesenschwingel, Festuca pratensis, gar keine Grannen. Also, der Rotschwingel bildet meist eine doppelte Traube aus. Die Ährchen sind kurz begrannt und der Blütenstand verfärbt sich mit zunehmender Reife rötlich. Die Blattanlage ist gefaltet, die Blattspreite der Stängelblätter verläuft meist rinnig, ist stark gerieft und schmal. Die der grundständigen Blätter ist meist borstenförmig. Am Blattgrund findet sich nur ein sehr kurzes und öhrchenartiges Blatthäutchen. Am Triebgrund meist braune, faserige Blattscheiden. Die Wuchsform ist oft horstig, aber auch Ausläufer sind möglich. Festuca rubra ist ein anspruchsloses Pioniergras, das sich auch auf trockenen, nährstoffarmen und sauren Böden etablieren kann und in mageren Wiesen und Weiden größere Anteile ausmachen kann. Es ist nicht allzu hochwüchsig und daher ein Untergras mit mittlerem Futterwert. Bei hoher Mahdfrequenz und Düngerrate verschwindet das Gras. Ein eingängigeres Gras ist Anthoxanthum odoratum, das Ruchgras. Das Blatthäutchen ist lang, häutig und spitz. Der Blattgrund ist meist rötlich, öhrchenartig und vor allem behaart. Ich finde immer, es sieht aus wie ein kleines Bärtchen. Rechts einmal das Blatt in Gesamtansicht. Es ist relativ kurz und besonders die oberen Stängelblätter. Ober- und Unterseite sind matt und die Blattspreite wird zwischen 3 und 5 mm breit. Außerdem hier links noch ein Bild vom unteren Teil der Pflanze, denn Geruch kann man leider durch ein Video nicht zeigen. Ruchgras trägt seinen Namen nämlich zurecht und riecht frisch geschnitten sehr intensiv. Das liegt daran, dass es Kumarin enthält. Abgerissen ist es daher sehr geruchsintensiv, vergleichbar mit Waldmeister. Der ährchenähnliche Blütenstand wird 2 bis 6 cm lang und die Ährchen sind kurz begrannt. Das Ruchgras blüht schon früh im Jahr. Hier links einmal in zusammengezogen und dann zwei Bilder, wo es einen ausgebreiteten Blütenstand hat. Also, das Ruchgras bildet eine Scheinähre aus. Die Blattanlage ist gerollt und die Blattspreite sehr kurz. Am Blattgrund befindet sich ein langes und häutiges Blatthäutchen sowie ein charakteristischer Haarbüschel. Die Pflanze verströmt bei Ausreißen oder Zerreiben einen kumarinartigen Geruch, der an Waldmeister erinnert. Und die Wuchsform ist ein Horst. Anthoxanthum odoratum wächst an frischen bis mäßig trockenen Standorten, die nicht zu nährstoffreich sein sollten. Denn bei Intensivierung und Aufdüngen verschwindet das Gras. Es gilt daher als Magerkeitszeiger. Vom Vieh wird es meist verschmäht und ist nur ein minderwertiges Futtergras. Es hat eine weite Verbreitung von magerem Grünland über Kalthirnbestände bis hin zu Borstgrasrasen oder lichten Laubwäldern. Nun zu Lolium perenne. Die Deutschen nennen es wohl deutsches Weidelgras, andere wohl englisches Rehgras. Nein, Spaß beiseite, ihr dürft es ruhig deutsches Weidelgras nennen oder kurz einfach Weidelgras. Das Blatthäutchen wird zwar 1 bis 2 mm lang, trotzdem muss man es hier aber suchen. Es ist nämlich ziemlich grünlich. Lolium hat außerdem Öhrchen. Richtig sichelförmig können sie sein, hier aber zwei Bilder,
denn sie können auch stark unterschiedlich ausgeprägt sein, nur kurz oder sogar gekreuzt bzw. sichelförmig. Ganz charakteristisch ist eine fettig glänzende Blattunterseite. Die Blätter sind recht lang und drehen sich gerne, dann ist das besonders gut zu sehen. Die Oberseite ist außerdem deutlich gerillt und das ganze Blatt ist gekielt, was ein wichtiger Unterschied zu Festuca pratensis ist. Rechts sieht man außerdem, dass die Stängelbasis oftmals rötlich verfärbt ist. Der Blütenstand ist eine Ähre. Die Ährchen sitzen nämlich direkt am Halm. Übrigens längs, also mit der schmalen Seite, bei der Quecke quer, also mit der breiten Seite zum Stängel. Lolium längs, Quecke quer ist entsprechend der Merkspruch. Außerdem sind sie unbegrannt. Lolium multiflorum hat jedoch welche. Und das Ganze nochmal kompakt zusammengefasst. Der Blütenstand des Weidelgrases ist eine Ähre und hat nie Grannen. Und die Ährchen sitzen mit der schmalen, also der Längsseite, am Halm. Die Blattanlage ist gefaltet und die Blattunterseite stark glänzend. Die Oberseite ist deutlich gerieft und die gesamte Blattspreite gekielt. Die Pflanze ist unbehaart. Das Blatthäutchen ist eher unscheinbar grünlich, aber die Pflanze hat deutliche Öhrchen. Oftmals ist der Triebgrund rötlich gefärbt. Lolium perenne wächst horstig. Der Standort ist bevorzugt frisch, aber auf jeden Fall nährstoffreich, was sich auch in den Zeigerwerten so widerspiegelt. Das Weidelgras hat als konkurrenzstarkes Untergras mit sehr hohem Futterwert eine entsprechend hohe Bedeutung für die Landwirtschaft. In intensiv genutzten Wiesen und Weiden ist es häufig anzutreffen. Folglich kommt es vor allem in Gesellschaften des Cynosurion als schwache Charakterart des Lolio cynosuretum vor. Bei Poa trivialis gehen, wie so häufig, die deutschen Namen etwas auseinander. Gemeine Rispe oder gewöhnliches Rispengras sind so die gängigsten. Und deswegen schreibe ich zur Sicherheit auch immer den wissenschaftlichen Namen dabei. Es gibt nämlich gleich im Anschluss noch etwas zu Poa pratensis, der Wiesenrispe. Die deutschen Namen gehen hier etwas durcheinander. Bei Poa trivialis ist das Blatthäutchen recht lang, bis zu einem Zentimeter, besonders bei älteren Pflanzen, und spitz. Eine Eselsbrücke lautet, Poa trivialis ist spitz, beziehungsweise bildet ein Dach über dem I, eben ein spitzes Dach. Und wie man hier auch sieht, der Blattrand ist scharf gezähnt und daher rau. Auch die Blattscheiden sind zwar kahl, aber rau. Daher im Vergleich zu Poa pratensis ist der Merkspruch, Poa triff hat Griff. Das Blatt weist eine für die Gattung Poa typische Doppelrille auf, auch Schießspur genannt. Es endet außerdem in einer Kahn- oder Kappenspitze, auch als Kapuze bezeichnet. Streicht man mit dem Fingernagel das Blatt entlang, reißt es auseinander, wie hier rechts im Bild. Außerdem ist das Blatt von Poa triff nicht durchgehend parallelrandig, wie zum Beispiel bei der verwandten Wiesenrispe, sondern läuft allmählich in einer langen Spitze aus. Und die Blattunterseite ist stark glänzend. Der Blütenstand ist, wie der Name schon eindeutig sagt, eine echte Rispe. Die Ährchen werden ca. 3,5 mm lang und sind unbegrannt. Das gewöhnliche oder auch gemeine Rispengras bildet also natürlich eine Rispe aus. Die Ährchen sind klein und unbegrannt und die Blattanlage ist gefaltet. Die Blattspreite weist eine Doppelrille auf, endet in einer Kahnspitze und die Blattunterseite ist glänzend. Das Blatthäutchen ist lang und spitz und die Pflanze hat keine Öhrchen. Außerdem bildet das Gras durch oberirdische Kriechtriebe Rasen, die bei Landwirten als filziger Muff gefürchtet sind, sich aber eigentlich nur bei Unternutzung ausbilden können. Poa trivialis löst die Wiesenrispe auf den feuchten Standorten ab und bevorzugt nährstoffreiche Bedingungen. Mit einer Futterwertzahl von 7 zählt sie zu den hochwertigeren Futtergräsern und ist vielschnittverträglich. Das Gras hat eine weite pflanzensoziologische Verbreitung, von feuchten Wiesen über Fluss- und Waldsäume bis hin zu verschiedenen Unkrautgesellschaften. In Anführungsstrichen natürlich wieder. Wie angekündigt nun kurz die Wiesenrispe, Poa pratensis, als Gegenüberstellung zu Poa trivialis. Die wichtigste Merkmalsunterscheidung ist vor allem das Blatthäutchen. Es ist hier nämlich nicht spitz wie bei Poa triff, sondern kurz und abgestutzt bzw. kragenförmig. Außerdem ist Poa pratensis nicht rau, denn Poa triff hat ja Griff und Poa prat eben nicht. Und die Blattspreite verläuft bei Poa pratensis parallelrandig und endet plötzlich in einer Kahnspitze, während sie ja bei Poa triff allmählich zuläuft. Auch die Eigenschaften der beiden Poas unterscheiden sich, dazu mehr auf den nächsten Folien. Natürlich bildet auch die Wiesenrispe eine Rispe aus. Auch hier sind die Ährchen unbegrannt. Die Blattanlage und Blattspreite sind wie bei Poa trivialis. Das Blatthäutchen ist jedoch kurz.
Die Pflanze bildet außerdem durch unterirdische Ausläufer einen Rasen, kann aber auch horstig wachsen. Poa pratensis steht auf trockenen bis frischen, nährstoffreicheren Standorten. Wenn es feuchter wird, kommt dann eher Poa trivialis zum Zuge. Poa pratensis ist mäh- und weideverträglich und hat einen hohen Futterwert. Auch hier ist die Verbreitung relativ weit, von Wiesen und Weiden bis hin zu lichten Wäldern. Weiter geht's mit dem Kamm- bzw. Weidekammgras Cynosurus cristatus. Aufpassen, nicht Christus, wie es mir mal diktiert wurde. Die Ligula ist mittellang und oft seitlich etwas hochgezogen, das sogenannte Eckzähnchen. Öhrchen hat es keine, wenn dann nur undeutlich. Die Blattoberseite ist deutlich gerillt und die Unterseite etwas glänzend. Die Blätter haben oft eine Einschnürung in der oberen Blatthälfte. Die Ährchen haben ein kurzes aufgesetztes Stachelspitzchen und unterhalb jedes Ährchens sitzt eine sterile, kammförmige Spelze. Das erklärt dann wohl auch den Namen Kammgras. Außerdem ist die Ähre einseitswendig. Die Ährchen sitzen also nur auf einer Seite der Spindel. Biegt man diese um, erkennt man das deutlich. Hier rechts nochmal ein Foto des geöffneten Blütenstandes. Das Kammgras bildet also eine Ähre aus, die einseitswendig ist und deren Ährchen stachelspitzig begrannt sind. Die Blattanlage ist gefaltet und die eher kurze Blattspreite deutlich gerieft. Die Pflanze ist unbehaart. Das Blatt steht am Blattgrund oft rinnig ab. Das Blatthäutchen ist nur kurz und weist häufig zwei Eckzähnchen auf. Die Pflanze hat keine Öhrchen. Cynosurus cristatus bevorzugt frische bis feuchte und nährstoffreiche Verhältnisse. Folglich ist die Pflanze Charakterart für den Cynosurion-Verband, kommt aber auch in Glatt- und Goldhaferwiesen vor. Das Gras ist relativ mat- und weideverträglich, aber hat nur einen mittleren Futterwert. Ein weiterer haariger Vertreter der Gräser ist die weiche Trespe, Bromus hodeatius, die bereits früh im Jahr blüht. Die Ligula ist 1-2 mm lang und behaart. Das Gras besitzt keine Öhrchen. Die Blattscheide ist dicht mit längeren und kürzeren Haaren abstehend behaart. Holcus lanatus hingegen hat eine kürzere, eher flaumige Behaarung. Die Blattspreite wird 5-9 mm breit und ist beidseits behaart. Der Blütenstand weist meist nur wenige Ährchen auf, die 6-12 blütig und begrannt sind. Die Deckspelze ist behaart. Also die weiche Trespe bildet eine Scheinähre aus und die Ährchen besitzen mittellange Grannen. Die Blattanlage ist gerollt und die Blattspreite, ebenso wie die gesamte Pflanze, ist behaart, so auch das Blatthäutchen. Die Pflanze hat keine Öhrchen und wächst horstig. Bromus hodeatius kommt mit trockenen, nährstoffarmen Bedingungen klar. Das Gras kommt zwar auch in Arenatheriengesellschaften vor, wird allerdings als Wiesenunkraut mit geringem Futterwert gesehen. Aber ihr wisst ja, Unkräuter gibt es nicht, sie sind Menschen erfunden und die Trespe kann nichts dafür, dass sie ist, wer sie ist. Auch an Böschungen und zum Beispiel in der Sesymbrion-Gesellschaft findet man die weiche Trespe. Und hier dann nochmal eine Gesamtübersichtsfolie über alle 11 in diesem Video besprochenen Gräser zum Stoppen. Allerdings packe ich euch ja alle verwendeten Quellen, also von Rotmaler über Oberdorfer, über die Flora Vegetativa bis hin zu zwei sehr guten Bestimmungsschlüsseln für Gräser in die Infobox. So, und zum einen aufgrund der Länge, aber auch aufgrund von Blütezeit und fehlenden Detailfotos, habe ich mich entschieden, noch einen Bildteil herauszubringen, der dann, wenn man die Einführung dazu zählt, Teil 3 sein wird. Da geht es dann um so Sachen wie Britta media, Deschampsia cespitosa, verschiedene Agrostis-Arten, Phleum pratense, Festuca pratensis, Helictotrichon pubescens, Bromus erectus und so weiter. Also auch nochmal Wiesengräser, die aber teilweise nicht ganz so häufig sind, beziehungsweise stärker regional begrenzt sind oder eben später blühen und auf die ich noch warte. Ich zeige hier zwar immer nur einen kleinen Ausschnitt, aber ich hoffe, die Videos sind trotzdem hilfreich für euch. Bei den Merkmalen könnte man teilweise zum Beispiel im Blütenbereich noch weitere ergänzen, wie Behaarung an den Ährchen und so weiter, aber meiner Meinung nach reichen diese Merkmale erstmal, um die häufigsten Gräser zu bestimmen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, Fragen oder Anregungen gerne in die Kommentare. Viel Erfolg beim Bestimmen, eure Linda.